Na, ist nur ein Spiel, komm hier. Ist ja oft so, wenn ich spiele und das Spiel mich nervt, beziehungsweise bei Spielen, wo die Gegner recht hart sind und das echt frustrierend sein kann, dann bin ich auch schnell zwar angepisst, aber dadurch werde ich komischerweise immer besser. Ich bin sozusagen der Hulk des Computerspiels. Oder so. Je wütender er ist, umso mehr Skill. Naja. Komm. So dürfte doch reichen. Ja, sehr schön. Hilfst du, Pauschern? Juhu! Jetzt noch den anderen Rest. Jetzt wieder hochrennen, nochmal rutschen. Hier, mach hinne. Ja, je länger wir hier in dieser Welt rumgammeln, umso später muss ich in die Wasserwelt. Ja, also ein bisschen, man drückt sich davor. Und Sprung! Geht mir aus dem Weg. Aua! Hoch. Geht immer schneller hier hoch. Wow. Außer man sieht hier nichts. Hm. Ma. So, jetzt. Aus dem Weg! Pilzköppe. Wow. Was die Wolke eigentlich hier macht, weiß ich ja nicht. Kann man auf die raufspringen und fliegen? Kann das sein? So. Leben. Super. Braucht keiner. Ich hab zwar ein paar Leben jetzt verloren, aber egal. Wir kriegen ja genug Leben durch die Pilze und durch die Münzen. Aber wie ich schon mal gesagt habe, wenn man das Spiel ausmacht und wieder anmacht, da hat man eh nur wieder 4. Also ich finde dieses Leben sammeln und so, finde ich total für den Arsch. Wow. So. Fertig. Da hat sich das auch erledigt. Auf zu Pausstern! Da 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 da! Yo! 86 ist doch mal eine Hausnummer. Kaputt in Auge? Nein. So, jetzt auf den Berg. Einfach. Läuft eigentlich bei jedem Super Mario so ab. Du läufst durch ein Level. Und holst einen Stern. Oder gehst zum Ende des Levels und springst eine Flagge. Und zwischendurch hast du da halt ein paar Hindernisse. Wow. Mann! Boah, echt. Und hoch. Und hoch. Aus dem Weg. Auf den Kopf. Oder nicht? Da ist noch der. Nee. Okay. Da kann. Dann weiß ich nicht, was die blöde Dings soll. Die blöde Wolke. Ja,
Ja, hier. Bisschen ausgewichen. Und fertig. Gönnt mich mal. Schon sind wir wieder vorne. Und springen wieder rüber. Yeah. Also hat die Wolke eigentlich nichts zu bedeuten. Ist ja auch toll. Nee, wir machen erstmal hier. Nein! So. Alles ein paar Stern. So, jetzt müssen wir noch zweimal hochlatschen. Oder? Nee. Noch zweimal oder einmal? Was bleibt denn eigentlich noch übrig? Erklimme den Berg und ja. Die laufen jetzt einfach nur hin und her. Oder beziehungsweise immer wieder hoch. Ist total spannend, muss ich sagen. Also so. Besonders, weil ich das alles schon gemacht habe. Oh Mann. Ja, lass mich doch mal in Ruhe hier. Ja. Und. Komm. Aus dem Weg. Yeah. Und. Ich hasse so eine Stellen. Besonders bei der Kamera. So. Erste Powerstern! Und noch einmal, weil es so schön ist. Zum letzten Mal. Ja, jetzt den Affenkäfig öffnen. Ja. Also nochmal hoch! Yeah, das ist ja nicht... Was für eine Abwechslung. Ich bin begeistert. Und was ist immer die Variation? Entweder du drückst auf den Schalter oder du gehst mal kurz wo rein und dann machst du eine Rutschpartie oder du läufst einfach nur stumpf hoch. Und jetzt habe ich den falschen Weg genommen. So ein Scheiße. Damit haben wir ein bisschen Abwechslung mal. Komm her. Ich hasse die Stelle. Ich bin auch Idiot. Ugh. So. Oh, 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 oh. Den Affen in Ruhe lassen. What? Was soll denn der Scheiß? Unsichtbare Wand. Och, was für ein Scheiß. Und wieder mal hat sich der Entwickler, gedacht, wie kann man das ganze Spiel in die Länge ziehen? Wir machen jetzt einen Scheiß 10 Mal mit unterschiedlichen... ja. Im Prinzip ist es immer wieder das gleiche mit einem unterschiedlichen Namen. Und dass der Stern an einer anderen Stelle ist. An einer leicht versetzten Stelle. Und dennoch irgendwelche doofen Pisten
unsichtbare Wände. Ach. Bleib ruhig. Springen hier die Leuten hier auf den Kopf. Muss ich mich hier von so einem Affen nerven lassen. Super. Den dürfen wir jetzt auch noch befreien. Dafür müssen wir einmal hoch. Da, wo wir gerade den Stern eingesammelt haben, ist nämlich jetzt ein Affe. Die müssen wir fangen. So beschissen wie damals der Hase im Keller. Ma, ich hab doch B gedrückt. Komm. Ma. Spring über mich rüber. Spring, spring. Oder auch nicht. Aua, hey, lass mich los. Das war doch nur Spaß. Du hast wohl keinen Humor, was? Okay, ich mach dir einen Vorschlag. Wenn du mich loslässt, habe ich eine Überraschung für dich. Na, wie sieht's aus? Klar. Ja, lauf. Wir müssen ihn jetzt hinterherlaufen. Und wieder mal, wie kann man den Spieler quälen? Mann. Scheiß Entwickler, geht mir auf den Sack. Hey Baby, komm schon! Wo bleibst du denn so lange? Baby? Hat der gerade Baby gesagt? So, jetzt brauchen wir eigentlich nur da runterspringen. Versuchen zu treffen. I have the Power Stern! Damit wären wir mit dem Pilz-Fiasko fertig. Fiasko! Fiasko! Und es war ein Fiasko. Aber erfolgreich. Also war es kein Fiasko? Was? Nee, doch. Egal. Ja. Komm, 3 Minuten. Da kriegen wir noch hoffentlich einen Stern. Dürfte doch in Atlantis Aquaria möglich sein. Ich hasse dieses Level. Ah! Aua. Ich hasse dieses Level. No, ja. Einige Teile des Levels sind echt nervig, andere sind wiederum ziemlich cool, muss ich sagen. Wir sehen, ob wir überhaupt schon einen Stern so schnell kriegen. Ja, super, hier. Wie sieht's aus? Wo können wir denn hier einen Stern besorgen? Nee, da müssen wir das Wasser ganz rauslassen. Aus dem Weg. Hoch da. Jetzt lässt sich die Kamera nicht drehen. Aua. Ach, super. I have the Power Stern. Damit haben wir 90 und ich bin dann auch fertig. Ja, hier, mach hin. Da-da-da-da-da-da! Speichern. Und ich sage, Glück auf, Genossen. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi!